Am Dienstagvormittag wurde durch einen aufmerksamen Passanten in der Westerländer Innenstadt ein herrenloser Koffer gemeldet. Daraufhin sperrte die Polizei die Süderstraße zwischen Trift und Captain Christiansen Straße weiträumig ab. Der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein aus Kiel wurde angefordert. Der Polizeieinsatz verursachte in der Innenstadt ein Verkehrschaos. Über Mittag ging nichts mehr, hervorgehend auch durch die Großbaustelle in unmittelbarer Nähe. Der Koffer wurde schließlich vom Kampfmittelräumdienst begutachtet und geöffnet. Darin befand sich urlaubertypisches Kartenmaterial. Hinweise auf den Eigentümer fand man nicht. Es wird davon ausgegangen, dass der Koffer abgestellt und vergessen wurde. Die Teilsperrung der Süderstraße wurde dann gegen 13.25 Uhr aufgehoben.